Mein Name ist Priska Baumann von priskabaumann.com. Ich bin Soul Freedom Coach, Schauspielerin und Autorin und unterstütze Menschen darin, ihre innere Heldin oder ihren inneren Helden zu befreien, damit sie eine immer freiere und authentischere Version ihrer selbst lieben können. Und wie du siehst, sitze ich heute hier ohne Make-up, ohne tolle Haare, ohne irgendwas alles, sondern ich bin einfach da, an einem ganz normalen Sonntagnachmittag, so wie ich eben aussehe. Und ich hatte heute Morgen früh, als ich mit meinem Hund draußen war, dieses ganz, ganz starke Bedürfnis, meine Videos zu verändern. Im Sinne von, dass ich mich viel mehr zeige, viel mehr auch in meiner Verletzlichkeit zeige und einfach zeige, wie ich meinen Weg gehe. Denn ich habe es schon lange angekündigt und die, die mich da ein bisschen verfolgen, wissen, dass ich sehr, sehr viele Veränderungen anstehen habe in diesem Jahr, in diesem 2016. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr länger da um den heißen Brei rumreden, sondern wirklich diesen Weg mit euch teilen. Und zwar nicht, um irgendwie anzugeben oder um irgendwie mich besonders wichtig zu machen, denn mein Anliegen ist es, euch zu zeigen, dass dieser Weg der Heldin oder dieser Weg des Helden, von dem ich immer spreche, überhaupt nicht immer schön und fluffy und glamourös ist, sondern ganz, ganz oft auch im Dreck gewühlt werden muss. Und dass ganz, ganz viele Dinge nicht so einfach sind für uns Menschen, auch wenn es im Außen dann oft ganz, ganz, ganz toll und stark daherkommt. Und ich bin in der letzten Zeit, war ich nicht wirklich immer sehr stark und alles andere als glamourös, glaube mir. Da können dir meine Freunde gerne was vorsingen. Denn Tatsache ist, ich habe mich im letzten Jahr verliebt. Also das Wunderschönste, das einem passieren kann, ist mir geschehen. Ich habe diesen wundervollen Mann kennengelernt, der in Holland lebt. Und diese Liebe ist so stark, dass ich da schon meine ganz eigene Geschichte natürlich auch wieder hochkam. Wenn jeder von uns, der schon einmal wirklich verliebt war und wirklich Liebe zugelassen hat, weiß, wie groß die Ängste sind, die diese Beziehung dann mit sich bringen. Und ich habe da wirklich ganz vieles bei mir auch wieder beleuchten dürfen und durch ganz viele alte Schmerzen mich durchwühlen können, was natürlich sehr, sehr gut ist und ich bin sehr dankbar dafür. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er da so stark geblieben ist und da geblieben ist. Und ich möchte jetzt auch gar nicht wirklich mehr auf diese Liebesgeschichte eingehen, denn ich möchte mich wirklich zeigen, ich möchte mich öffnen, ich möchte ein offenes Buch sein für euch alle, damit ihr seht, was es für mich bedeutet, diesen Weg zu gehen. Aber ich möchte nicht Menschen mit da reinziehen, die nicht auf diesem Weg sind, auf dem ich bin und die nichts damit zu tun haben, die aber trotzdem mit dieser Geschichte verbunden sind. Und deswegen möchte ich diesen Teil der Geschichte wirklich auch nicht teilen mit euch, da das wirklich eine Sache ist, die auch andere Leute betrifft, die ich da, deren Privatsphäre ich respektieren möchte. Und das ist mir sehr, 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 sehr wichtig. Aber was auch immer mich betrifft, deswegen erzähle ich von mir und meiner Geschichte auf diesem Weg. Da könnt ihr auch sehr, sehr gerne nachfragen und könnt mir auch eure Gedanken dazu teilen. Aber diese eine Geschichte mit diesem Mann ist für mich wirklich was ganz Heiliges im Moment auch noch und eben weil da mehrere Personen mit integriert oder in, wie sagt man, mir kommt nur das englische Wort in den Sinn, einfach mit eingebunden sind, möchte ich da nicht wirklich mehr darauf eingehen. Denn einerseits eben habe ich mit diesen Ängsten mich rumgeschlagen oder mit diesen Schattenaspekten in mir. Auf der anderen Seite hat sich dann natürlich auch die Frage gestellt, ja, wie jetzt weiter? Und ich habe beschlossen, dass ich dieses Jahr nach Holland ziehen werde. Und diese Entscheidung ist mir eigentlich sehr, sehr einfach gefallen, weil ich wusste, das ist meine Wahrheit. Ich will diese Beziehung leben. Ich will dieser Liebe will ich eine Chance geben und ich bin nicht gemacht für eine Fernbeziehung, das geht für mich nicht. Das wusste ich auch schon von vornherein und eigentlich blieb nur noch eine Option übrig, eben dass ich nach Holland gehe. Und das mache ich jetzt auch. Und natürlich bringt diese Entscheidung ganz, ganz vieles mit sich, denn ich habe hier mein Leben aufgebaut, hier ist mein Leben, meine Familie, meine Freunde, mein Business
Und ich werde dann jetzt auch all diese Dinge ja, einfach mal nicht aufgeben, weil diese Dinge werden ja für immer bleiben. Meine Freunde bleiben meine Freunde, auch wenn ich in Holland bin. Aber es ändert sich sehr viel. Ich gebe meinen Raum auf hier, ich gebe ganz viele Kunden auf, die ich jetzt hier eins zu eins betreuen durfte. Ich gebe auch viele Schauspielsachen auf, die ich hier gemacht habe, weil ich natürlich in diesem neuen Land die Sprache auch noch nicht spreche. Wird es auch kein Ding sein, dass ich da weiterziehen kann. Und ich werde jetzt im April für 3 Monate mal darüber gehen nach Amsterdam und einen Job suchen. Denn ja, ich brauche einen Job, natürlich. Obwohl ich das hier natürlich auch weitermachen werde und meine Klienten, die ich online betreue, gerne auch unbedingt weiter betreuen will und dieses Business auch weiter ausbauen möchte, weil das ist mein Herz, das ist meine Seele, das ist mein Baby. Und dennoch brauche ich natürlich irgendwas, wo ich überleben kann. Und um einzureisen zu können, brauche ich natürlich einen Job. So ist das. Und deswegen ist es natürlich für mich jetzt auch, das hier mit euch zu teilen, ein sehr, sehr, ja, ich zeige mich da sehr von der verletzlichen Seite, denn ich weiß ja nicht, ob es klappt. Ich habe keine Ahnung, ob ich da was finden werde, ob das sich alles so entwickelt, wie ich mir das wünsche. Das kann ich nicht wissen. Tatsache ist einfach, dass ich jetzt wirklich durch wundersame Art ein Apartment gefunden habe in Amsterdam, weil es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, in den gesamten Niederlanden eine Wohnung zu finden. Da habe ich wirklich rausgefunden, aber ich habe tatsächlich eine Wohnung gefunden für diese 3 Monate. Und wenn alles klappt, kann ich da auch noch länger bleiben. Aber eben, ich brauche erst einen Job. Und da kommen natürlich eben gesagt, bei mir ganz, ganz viele Ängste auf. Wie kann ich in dieser Fremde mich durchschlagen? Wie kann ich einen Job finden in einem Land, wo ich die Sprache nicht spreche oder noch nicht spreche? Kann ich für meinen Hund so da sein, wie er das braucht? Weil er natürlich dann auch eine andere Betreuung da vielleicht benötigt, weil ich ja nicht immer mit ihr raus kann. Wie wird das mit der Beziehung weitergehen? Ja, und wie kann ich damit umgehen, dass ich meine besten Freunde nicht um mich herum habe und sie innerhalb von der nächsten halben Stunde sehen kann, wenn ich sie unbedingt brauche? Und wie wird es mit meinem Business weitergehen? Fragen, 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 die da hochkommen. Und ich bin ein Mensch, ich habe immer sehr oft immer wieder neue Dinge in mein Leben eingeladen, habe Dinge über den Haufen geworfen. Von daher, ich bin mir das gewohnt. Und obwohl ich mir das gewohnt bin, löst es Panik bei mir aus, immer wieder, wenn solche massiven Veränderungen anstehen. Und ich habe jetzt auch beschlossen, meine Wohnung hier aufzugeben. Und diese Wohnung, ich liebe sie wirklich aus vollem Herzen, weil in den letzten 5 Jahren, wo ich jetzt hier gelebt habe, war sie für mich so der Safe Spot, mein Nest, wo ich mich zurückziehen konnte, wenn es mir nicht gut ging, wo ich so vieles erlebt habe mit mir selber, weil ich durch eben auch all diese Veränderungen mit mir gegangen bin und diese Entwicklungen auch gemacht habe. Und ja, ich habe beschlossen, dass ich jetzt wirklich diese Wohnung aufgeben möchte, weil sie mich sonst einfach energetisch auch hier behält, was ich nicht will, weil ich wirklich gehen will. Das ist jetzt nicht nur so ein vorübergehender Furz von mir, sondern wirklich etwas, das ich durchziehen will. Und ja, da stehe ich im Moment. Ich suche jetzt eine Nachmieterin oder einen Nachmieter. Ich muss gucken, wie ich das mit den Möbeln mache. Am liebsten würde ich jemanden nehmen, der die Möbel gleich mitnimmt. Ich habe auch total den Schiss in der Hose betreffend all diesen ganzen Papierkramereien, die ich ausfüllen muss. Ich habe mich da auch schon informiert, natürlich. Aber es gibt wirklich vieles, das du da beachten musst, wie das da ablaufen muss, auch mit ganzen Versicherungen und blablabla. Bla bla. Und das ist so nicht meine Welt. Oh mein Gott, wirklich diese Dinge, die freaken mich schon hier in der Schweiz alleine aus. Und jetzt muss ich das irgendwie mit 2 verschiedenen Ländern dealen. Und ja, du siehst, ich bin da jetzt gerade so wirklich voll in der dampfenden Kacke. Und dennoch freue ich mich. Es ist wirklich so beides. Es ist wirklich so die volle Dualität. Einerseits dieses Wunderschönste, das mir überhaupt passieren kann und wo ich so, so unglaublich dankbar bin für. Und auf der anderen Seite eben all die Dinge, die es mit sich zieht, weil eben nicht nur alles schön und sparkly und ich bin in love, ich bin verliebt und was auch immer ist, sondern dass eben auch die andere Seite dann eben aufkommt. Und auch Menschen, die ich hier zurücklasse, ich lasse hier nicht wirklich zurück, wir werden in Kontakt bleiben, das weiß ich, aber dennoch Dinge, die ich dann nicht mehr einfach so machen kann. Und ich habe ja auch ein, wie sagt man, ein Patenkind. In der Schweiz sagen wir ein
Gottemädchen, dein kleines Patenkind, genau das sagt man. So sagt man das. Und ja, dass ich da auch nicht so oft sie sehen kann und sie aufwachsen sehen kann. Und wenn ich daran denke, das macht mich auch sehr traurig. Und das sind alles so Dinge, die dann einfach so hochkommen und denkst so, ja, ich enttäusche auch Menschen vielleicht und kann nicht für sie so da sein, wie ich möchte, wenn ich dann in der Ferne bin. Und wenn alles klappt, wenn dann eben alles klappt, das weiß ich ja eben auch noch nicht, ich weiß überhaupt nichts, ich gehe jetzt einfach diesen Weg. Und ich möchte diesen Weg mit dir teilen, um dir zu zeigen, dass wir alle in demselben Boot sind. Wenn du irgendwelche Veränderungen in deinem Leben anstrebst oder die anstehen, dann ist nicht alles immer dieses, ich bin die tolle Kämpferin mit dem Schwert in der Hand und ich weiß, was ich will und ich gehe meinen Weg furchtlos und entschlossen und puh, sondern dann hat es ganz viel damit zu tun, sich hinzugeben, zu vertrauen, dem Leben vollends zu vertrauen. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, mehr als genug, dass ich vertrauen kann, dass das Leben für mich da ist, dass ich getragen bin, dass ich meine Unterstützung habe, sei es von Menschen hier in meiner Umgebung, wo ich wirklich so gesegnet bin, aber auch eben von meinen anderen Freunden, die ich nicht sehen kann, mit meinen menschlichen Augen, aber ich weiß haargenau, dass sie auch da sind und da habe ich vielleicht das große Glück, dass ich eben dieses Vertrauen aufbauen konnte und weiß, dass das Leben hinter mir steht und dass ich geführt werde. So wie ich eben auch zu dieser Liebe geführt wurde und ich jetzt, wenn ich zurückblicke, die ganze Zeit auch auf diese Liebe vorbereitet wurde, damit ich jetzt nicht wegrenne, weil das ist das, was ich eigentlich zuerst machen wollte. Ich wollte wegrennen und so tun, als wäre nichts geschehen, weil da eben noch alles so kompliziert und nicht nur diese räumliche Distanz, sondern auch noch andere Dinge im Raum waren und immer noch teilweise sind, die mich wirklich bis zu den Knochen das Fürchten gelehrt haben und mich über Grenzen hinaus wachsen ließen, die ich ja nicht mal zu träumen wagte. Ja, das macht die Liebe mit einem, ne? Geht immer wieder um die Liebe. Es muss nicht immer die romantische Liebe sein, denn mich hat die Selbstliebe eigentlich die größten Schritte machen lassen, aber diese Liebe jetzt, muss ich sagen, die lässt mich auch ganz schön doll aus der Komfortzone raustreten und meine eigenen Glaubenssätze überdenken und ja, Grenzen sprengen in alle Richtungen. Die bläst mir nur noch so um die Ohren. Ja. Ja, und diesen Weg gehe ich jetzt. Und jetzt stecke ich da mittendrin. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe keinen Plan, was, wie, wo, wann, wo ich stehen werde. Vielleicht wird das alles ein Reinfall, wer weiß. Kann gut sein, dass ich dann plötzlich wieder da sitze in der Schweiz und sage, oh, das war's nichts, war eine Erfahrung, aber ich glaube es nicht. Ich weiß einfach, dass diese Wahrheit, die ich jetzt lebe, meine jetzige Wahrheit ist und ich gehe dafür und ich gehe dafür mit ganzem Herzen, mit allem, was ich bin. Und das ist es, was für mich dieser Heldinnenweg ausmacht, dass ich, obwohl ich Angst habe, diesen Weg gehe, weil ich spüre, es ist meine Wahrheit und ich folge meiner Wahrheit und meinem Weg. Und egal, wohin der mich schlussendlich führen wird, ich kann es nicht wissen heute, ich kann es einfach nicht wissen, dass ich in diesem Vertrauen bin, dass ich die Erfahrung mache, die ich machen darf, muss, soll, was auch immer. Und dass ich da einfach Schritt für Schritt nehme, ohne zu wissen, wo er genau hinführt. Und wie gesagt, ich teile das hier nicht, um mich zu erheben, dass ich das jetzt mache, überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht, sondern ich mache das, um dir zu zeigen, wie der Weg eins zu eins im realen Leben aussieht und nicht auf den schönen Bildern, die ich auch immer poste und in den schönen Worten, die ich verteile, sondern wirklich, dass ich das lebe, dass ich nicht nur einfach vor der Kamera sitze und irgendwelche Dinge erzähle, von denen ich keine Ahnung habe. Ich weiß sehr wohl, wovon ich spreche und ich weiß sehr wohl, wenn ich von diesen Ängsten und von diesen Blockaden spreche, was es heißt, durch diese durchzubrechen. Das ist Arbeit. Es ist verdammt harte Knochenarbeit. Und die müssen wir alle machen, wenn wir diesen freien Weg gehen wollen, unseren Heldenweg. Und das ist der Grund, warum ich das mit dir teile, auch wenn ich damit riskiere, auf die Fresse zu fliegen, dass andere Menschen denken, die ist ja völlig irre, oder eben, dass ich nicht den Erfolg, was auch immer Erfolg ist, erziele, den ich mir jetzt erwünsche.
Und ja, dass ich da einfach offen bleibe und das mit dir so teile, wie es in Wahrheit ist und nicht, wie es einfach in der schönen Hochglanzversion aussieht. So. Das ist mein heutiger Stand, das ist mein Weg, das sind meine News 2016. Wuhu, draußen sind sie. Und ja, wenn du eine Frage hast, dann unbedingt schreibe mir eine Mail at soulfreedom@priskabaumann.com und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es weitergeht mit mir. Und ich werde weiterhin wirklich diesen Weg offen mit euch teilen und ganz ehrlich sein. Kein Sugarcoating, also kein Zuckerguss, den ich da drauf machen werde, sondern ich möchte wirklich diese Reise mit euch ganz, ganz ehrlich teilen und ja, mich zeigen, so wie ich bin, mit all diesen Ängsten, die ich im Moment gerade habe und ja, wie sie sich entwickeln werden. Gut, ich danke dir von Herzen, wirklich von Herzen für dein Hiersein und ich wünsche dir, liebe Heldin, lieber Held, auf deinem Weg einfach von Herzen das Allerbeste, ganz viel Vertrauen, ganz viel Glück auch und Frieden in dir selber, dass du diesen Weg gehen kannst, ohne dich selbst den Kontakt mit dir selbst zu verlieren. Denn das ist das Wertvollste, das du hast. Du mit dir in Verbundenheit zu sein. Dann bist du wirklich frei. Okay. Ich danke dir und ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ciao.